So, willkommen, verlorene Seelen, die sich auf meinen Kanal verlaufen haben, zu meinem allerersten richtigen eigenen Walkthrough. Ich möchte nicht Let's Play sagen, sondern lieber Walkthrough. Und zwar spielen wir Humaniki, das beste Game ever. So, ich habe keinen Bock jetzt hier rumzureden, deswegen geht's einfach direkt los. So, das Fun Spiel funktioniert so. Wir haben unseren Raum. Ne? Unseren Raum. Den möchte unser Charakter nicht verlassen. Wir heißen Maruzuki, sind ein kleines Mädchen, zeige ich euch gleich. Wir können ins Bett gehen und von da aus in die Traumwelt. In der Traumwelt können wir Sachen erkunden. Da wird auch das Spiel hauptsächlich abgespielt, sage ich jetzt mal. Und aufstehen können wir, indem wir 9 drücken. So, check characters to get new effects. Ja, wie gesagt, also wir können mit Charakteren interagieren, mit Sachen und eventuell kriegen wir Sachen von denen, die wir dann equippen können. Aber nur in der Traumwelt. Es funktioniert nur in der Traumwelt. Mit 5 droppen wir Effekte im Door Room. Das ist der nächste. Das zeige ich euch alles auch noch. So. Speichern geht im Raum. Nicht in der Traumwelt, sondern nur im eigentlichen Raum. Am Schreibtisch. So. Da ist unser Zimmer. Das sind wir. Wir sind Maruzuki. Ein japanisches Mädchen, was ein Hikikomori ist. So, ich zeige euch das. Wir können nicht unser Zimmer verlassen. Möchte sie nicht, will sie nicht, was für einen Grund auch immer. Sie hat schon ihre Gründe. So, hier haben wir den Balkon. Hier gibt es auch nichts wirklich zu machen. Wir können rausgucken. Haben keine Aussicht, weil es die Sicht einschränkt hier. An sich gibt es hier auch nichts Interessantes auf dem Balkon. Finde ich schade, der Balkon ist cool. Hier haben wir ein paar Slipper, ein paar Schlappen. So. Hier ist der Schreibtisch. Da können wir speichern, zeige ich euch kurz. Und zwar, ja, auf 5. Passt schon. So, dann haben wir hier den Schrank. Auch kann man nichts mitmachen, da sind Bücher drin. Wir haben einen Fernseher, ohne Antenne, ohne Signal. Nichts zum Fernsehen. Wir haben aber eine Famicom, das haben wir. Mit einem Spiel. Und dieses Spiel ist Nasu. Darf ich vorstellen, das schlechteste Spiel, das es jemals geben wird. Das übertrifft sogar E.T. Es übertrifft sogar E.T. Okay, Nasu. Und zwar spielen wir einen Nasu. So heißt er, glaube ich. Und können mit Space springen und müssen hier Früchte fangen, die vom Himmel fallen. Und das war's. Das ist schwieriger, als es aussieht. Ah. Shit. Ja, und das war's wahrscheinlich. Ich geh raus. Möchte raus. Darf ich raus? Dankeschön. So, mehr ist hier nicht. Wie gesagt, das ist unser Zimmer. Mehr können wir hier nicht machen. Die Hauptattraktion in unserem Zimmer ist das Bett. Ich leg mich hin. Und zwar läuft da oben jetzt ein Counter runter. Und wir sind eingeschlafen. Jetzt sind wir in der Traumwelt. Die Location verändert sich immer so. Ab und zu mal sind wir auf dem Mars, wie jetzt gerade. Dann gibt es einen regnerischen Tag oder sonst irgendwas bewölkt im Himmel. Jetzt sind wir auf dem Mars. Auf dem Balkon kann man nach wie vor nichts machen. So, das ist das Traumzimmer. Hier haben wir eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Speichern kann man nicht. Die Famicom ist weg. Und ja, hier können wir ins Bett legen. Wenn wir uns ins Bett legen, gibt es eine kleine Chance, 1 zu 8, dass wir irgendwo hin teleportiert werden. Aber dazu später mehr. Der Fernseher hat jetzt einen Augapfel als Bildschirm. Aber es gibt noch ein Fullscreen-Event, was ich euch zeigen möchte. Das ist direkt hier am Anfang. 1 zu 6 Chance oder sowas, dass es kommt. Da ist es auch schon. Ja, das war's auch schon. Mehr können wir im Zimmer nicht machen. Wir können auch noch auf den Stuhl gehen. Mit dem können wir dann. Nein, Moment. Muss so ein kleines Gimmick, was man hier machen kann. Das wird eigentlich nur wichtig, wenn man Glitches anwenden will. Mit dem Stuhl. Ich werde ihn aber hinstellen, weil der unser Lauftempo halbiert. So, jetzt können wir rausgehen. Im Traum geht es. So, das hier ist der Nexus. Und zwar gibt es hier 12 Türen. 12 ganze Türen. Ich sag's euch, 12 Türen. Und diese Türen führen in Traumwelten. Und von diesen Traumwelten gibt es dann noch weitere Gänge in noch tiefere Welten und noch tiefer. Alles irgendwie miteinander verzwickt. Irgendwie alles kompliziert. Ja, und in diesen Traumwelten gilt es, 24 Effekte einzusammeln, die wir dann hier auch benutzen können. 24 oder 25? Ich glaube 24. So, mit was ich immer ganz gerne anfange, ist in der Graffiti-Welt. Das ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tür. Hier unten.
Da gibt es den wichtigsten Effekt im ganzen Spiel, und zwar ist es das Fahrrad. Das verdoppelt unser Lauftempo. Dann sind wir nicht mehr so langsam wie jetzt. Und zwar muss man einfach hier durch von der Tür aus nach rechts oder links, einfach straight nach rechts oder links laufen, die Welten loopen. Also man wird früher oder später irgendwann überall hinkommen. Alles wiederholt sich. Ich zeige es euch gleich, während wir hier die schöne Graffiti-Welt durchqueren. Hier hätten wir das Fahrrad. Einmal Leertaste, Bicycle. So, das können wir jetzt hier ausrüsten im Effektmenü. Ride a Bicycle. Ja, das machen wir. Mit 1 können wir klingeln. Bringt nichts. Das ist einfach nur so ein kleines paar Shenanigans hier. So, ja, sind wir wenigstens schneller. Jetzt gehe ich nach rechts. Jedes von den Dingern macht ein anderes Geräusch. Also von den verschiedenen Variationen hier. Jo, da sind wir wieder bei der Tür. Hier zu der Welt kommen wir später auch noch. Hier gibt es noch ein paar Sachen zu, die man sich angucken kann. Okay, ich möchte anfangen chronologisch, wie es gemacht werden soll, also im Uhrzeigersinn. Und zwar gehe ich jetzt in die erste Welt. Das ist die Numbers World. Dies ist eine der wenigen Welten im Spiel, die sich nicht loopen. Das ist einfach nur ein großer Raum. Und zwar gibt es hier zwei Effekte, die ich mir holen möchte. Für den Anfang. Und zwar wäre das einmal hier, in dieser Tür. Da geht es zur Lampenwelt. Hier gibt es eine Lampe mit Füßen, die uns den Lampeneffekt bringt, wie auch immer. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich die finde. Und eine kleinere Lampe, die halt kleiner ist als alle anderen. Und die bringt uns zu einem kleinen Mini-Event. Zeige ich euch auch noch. Und das hier. Das hier ist ein Raum, der bringt uns zu einem Fluss, glaube ich. Kleinen Fluss. Hier gibt es einen NPC. Der geht durch, aber der ist unwichtig eigentlich. Vielleicht zeige ich euch das nochmal. Man kann den nämlich rufen, wenn man den Katzeneffekt hat. Den wir aber noch nicht haben. Deswegen bringt es noch nichts, hier zu sein. Das ist auch nicht wirklich wichtig, nicht wirklich relevant. Der bringt nichts, mit dem kann man nur noch nicht mal interagieren, glaube ich so. Und hier ist die kleinere Lampe. Bringt uns zu einem kleinen Abschnitt einer anderen Welt. Ja. Ich stecke kurz ein Bicycle ab. Und zwar gibt es hier einen Schrank. Dort sind wir selber drin. Seht ihr? Ich mach's auf, warte, zur Kiste drin. Und zwar soll es, glaube ich, darstellen, dass Madatsuki Angst hat, in die reale Welt zu gehen und sich lieber im Schrank einsperrt. So soll ich es, glaube ich, kann man irgendwie interpretieren, wie man möchte. Für mich soll es halt darstellen, dass sie Anxiety hat und Depression. Anxiety, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, Angst, irgendwie sowas. Jedenfalls ist sie da drin. Kann man interpretieren, wie man möchte. So, mehr war das nicht, das war das kleine Mini-Event. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Lampe noch finde mit Füßen. Wenn ich zu lange suche, dann schneide ich das einfach, bis ich sie gefunden habe. Weil es kann wirklich sehr lange dauern, bis man hier was findet. Kann schnell gehen, wie eben, kann aber auch relativ lange dauern. Deswegen, ja, ich würde sagen, ich schneide einfach. Also bis gleich. Okay, ich habe sie gefunden. Und zwar ist das die kleine Lampe, von der ich geredet habe, mit den Füßen. Wenn wir die jetzt ansprechen, geben sie uns den Lampeneffekt. Das ist nämlich geil. Und zwar der Lampeneffekt ist eine Lampe, die man unschwer erkennen kann. Mit 1 können wir die Lampe ein- und ausschalten. Und zwar dient die Lampe hauptsächlich dazu, dunkle Gebiete zu erhellen. Ich weiß. Das ist ein krasser Plot-Twist, das hätte man nicht gedacht. Aber jetzt, wo ich es euch gesagt habe, könnt ihr guten Gewissens meinen Worten Glauben schenken. Okay, dann würde ich gucken, dass ich den Ausgang noch finde, weil es gibt noch einen Effekt, den ich mir holen möchte in der Numbers World. Ich glaube, das war irgendwo hier rechts, kann es sein. Rechts, rechts, rechts. Ja, nein. Nein. Okay, ich glaube, ich schneide wieder, bis ich die Tür gefunden habe. Bis gleich. Das war doch irgendwo hier, Digga. Da. So, ich habe die Tür gefunden. Und zwar geht es hier wieder zurück in die Numbers World. Ja. Dann relativ weit rechts gibt es noch ein anderes Areal, ein anderes Gebiet, wo es noch einen Effekt für uns gibt. Und zwar hier. Es öffnet sich hier eine Tür, da kann man reingehen. Unter Umständen kann man da reingehen.
So, sind wir in einem anderen Gebiet, der Numbers World. Numbers World, Nummernwelt, wie auch immer man sie nennen möchte. Hier sind Betten, mit denen kann man aber nicht irgendwas machen, die sind einfach nur zur Deko da. So, und hier hätten wir einen Toriningen. Diese Viecher sind normalerweise böse. Wenn sie lilane Augen haben, dann verfolgen sie uns. Und sobald sie uns gefangen haben, teleportieren sie uns in irgendeinen abgeschiedenen Bereich, von dem man nicht mehr rauskommt. Außer man weckt sich auf, also man muss sich dann zwingend aufwecken. Es ist relativ nervig. Es gibt einen Effekt, mit dem man sich dann wieder zurück in den Nexus teleportieren kann. Es ist relativ dasselbe Ergebnis wie Aufwachen. Aber so normal machen sie uns nichts. Wenn ich jetzt das Messer hätte, was man später noch findet, und sie abstechen würde, dann würde sie böse werden. Aber so macht sie nichts. Hier sind Schränke, die werden gleich wichtig. Was befindet sich hier? Blut. Dieser Typ blutet. Alle anderen nicht, aber er. Das heißt, man kann da reingehen. Zeige ich euch. So, dann sind wir hier. Das ist eine Welt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es ja diese Toriningen, von denen ich gerade geredet habe. Diese mit lilanen Augen, die uns hinterherrennen. Und auch eine Guillotine. Mit der kann man interagieren. Dann gibt es den Severed Head Effekt. So. Man kann mit den Schränken interagieren. Manche davon. Nicht der. Manche. Aber manche, manche. Zwei oder drei sind es, glaube ich. Bringen wir uns wieder raus. Ja, bringen wir uns hier hin. So, ich zeige euch den Severed Head kurz. Abgeschlagener Kopf, abgeschnittener Kopf. Und zwar, der macht einfach nur, dass wir scheiße langsam sind. Und sonst hat er nur einen kosmetischen Effekt. Also man sieht, wir sehen nur so aus, als würden wir halt nur ein Kopf sein. Sind wir auch, logischerweise. Können nichts machen. An sich ist der Effekt nur rein optisch. Also er bringt keinen Effekt oder so irgendwas oder sonst irgendwas, was uns irgendwie, von dem wir profitieren. So, dann zeige ich euch noch, was passiert, wenn wir uns von einem Toriningen fangen lassen. Ja, kommt mal her. So. Und zwar sind wir jetzt hier in einem Wald. Und hier kommen wir nicht mehr raus. Deswegen drücken wir 9. Dann kneifen wir uns in die Wange und stehen auf. So, dann speichere ich mal kurz unseren Fortschritt. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt würde ich mich einfach wieder reinlegen. Einen Effekt können wir, glaube ich, noch holen. Und dann beende ich den ersten Part, die erste Folge meines Walkthroughs. So, während ich das mache, kann ich euch noch einen Glitch zeigen. Und zwar, wenn man das Fahrrad hier ausrüstet im Zimmer und sich dann auf den Stuhl setzt und dann vom Stuhl aus nochmal das Fahrrad ausrüstet und dann runter geht, haben wir verzehnfachte Geschwindigkeit. Wir sind Sonic. Gotta go fast. Ja, okay, würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die zweite Welt. Das ist die Neon-Welt. Da erwarten uns viele kleine NPCs, die alle Geräusche machen, wenn man mit ihnen interagiert. So, was machst du? Ich bin auch viel zu schnell dafür jetzt. Ne? Das war jetzt nicht so gut. So, du machst nichts. Was machst du? Auch nichts. Wir machen alle nichts hier. Oh, was war das? Ja gut. Okay, es gibt hier einen NPC, der sich ein bisschen von allen anderen unterscheidet. Und zwar, wie ihr merkt, sind das alles immer die gleichen, außer einen. Es gibt einen, der anders aussieht als die anderen und der gibt uns einen Effekt. Der sieht aus wie ein Papagei. Wird auch Neon Parrot genannt. Da ist er, das ist er, glaube ich, schon. Ja, das ist er. Der gibt uns den Neon-Effekt. Dem. Ja, sehen wir halt so aus wie die Umgebung hier. Wir können mit 1 den Hintergrund ändern. Blau, gelb, rot, lila. So, mehr ist es aber nicht, das ist der Neon-Effekt. Hier in der Neon World gibt es jetzt noch einen Gang, mit dem man noch woanders hinkommt, noch tiefer in die Traumwelten rein. Aber da kommen wir noch später zu. Weil jetzt möchte ich ganz gerne erstmal die erste Folge beenden. Deswegen pinche ich mich mit 9. Ja. Speicher nochmal, bis es dann in der nächsten Folge weitergeht. Moment, warum habe ich jetzt hier 2, 4, 5? Ups. Ja, komm, 5. 5 ist okay. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, falls sich das überhaupt jemand anschaut. Jetzt haben wir übrigens auch eine andere Location. Ein gediegener Himmel. Sieht schön aus. Ich kann euch zeigen, was passiert, wenn man nur als Maruzuki, also wenn man keinen Effekt anhat und dann 1 drückt, dann setzt sie sich nämlich auf den Boden. Eventuell, wenn wir lange, lange, länger warten, dann neigt sie ihren Kopf nach vorne und nickt ein bisschen ein. Schläft ein bisschen. Bisschen faul, Maruzuki hier. Genau wie ich.
Ja gut, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ah, da ist es, seht ihr? Sieht cool aus, sieht süß aus. Also, wie gesagt, falls es sich jemand anschaut, vielen Dank fürs Zusehen und ja, ich denke, ich mache das jetzt mal weiter. Mein erster Walkthrough wird Jumaniki sein. Finde ich cool, ich mag Jumaniki. Jumaniki ist ein geiles Spiel. Ich zeige euch alles, was ich kenne und was ich euch zeigen kann und was es so gibt. Alles klar, dann, ne? Haut rein, Leute.